Der Modellflugplatz in Amlach, keine 10 Minuten vom Glocknerhof entfernt, steht den Gästen jederzeit und vor allen Dingen kostenfrei zur Verfügung. Ob Elektroflug oder Verbrenner, Motormaschinen oder Hubschrauber, es gibt kaum Einschränkungen. Hier finden wir auch den Fluglehrer des Glocknerhofs. Langjährige Modellflugerfahrung und über 2000 zufriedene Schüler. Peter Kircher trainiert Einsteiger wie Profis mit nagelneuen Segel- oder Motorflugmodellen. Flugschüler können hier beispielsweise den Umgang mit dem Tiefdecker lernen. Stressfreies Fliegen mit dem erfahrenen Fluglehrer an der Seite. Dies ist nicht nur eine Option für Einsteiger, sondern auch fortgeschrittene Piloten können hier in Ruhe ihre Fähigkeiten verfeinern. Ich fliege jetzt seit 1,5 Jahren Modell, aber bin halt noch so in der Probierphase, weiß noch nicht genau, was ich so will und habe hier mit Tiefdecker jetzt angefangen zu fliegen, bin vorher in Hochdecker geflogen. Und und das funktioniert gut mit dem Landetraining, das passt. Natürlich wird in der Modellflugschule nicht nur der Motorflug geschult. Zur Seglerschulung stehen spezielle Modelle bereit, um auf die unterschiedlichen Anforderungen der Flugschüler einzugehen. Ich bin der Hans-Werner Eberle und ich habe hier Modellflugferien am Glocknerhof gebucht, weil ich Segler perfekt fliegen will. Ich habe lange Zeit schon Segler geflogen, aber ich habe einfach die Erfahrung nicht mit Butterfly. Und habe einen Trainer gebraucht, einen guten, der Peter Kircher ist ein super Trainer. Da hat uns hier einfach gezeigt, was man mit Butterfly, wie ich hier mit Geschwindigkeit einen Segler runterhole. Es war einfach Wahnsinn. Und es ist noch nicht einmal zu 100% auf Butterfly die Klappenstellung ausgereizt. Wir haben den Peter Kircher hier, das ist der Fluglehrer am Glocknerhof. Und Peter, was kann man denn in der Flugschule alles lernen? Also ich bin der Fluglehrer vom Glocknerhof und unsere Flugschule, die gibt es seit 30 Jahren. Und das immer mit denselben Fluglehrer. Wir schulen Motorflieger und auch Segelflugzeuge, alles elektrisch. Und wir schulen vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Das heißt, die ersten Schritte können bei uns gemacht werden, genauso wie auch Kunstflug, Standardkunstflug, angelehnt an das F3A-Programm.
Ja, also es ist keine Flugschule nur für absolute Einsteiger. Die Flugschule richtet sich je nach Können des Piloten. Also wir schulen bis zum, wenn es sein muss, angehenden Wettbewerbspiloten. Also wir haben 18 Modelle und wir können auf jeden Flugschüler wirklich das richtige Modell abstimmen und auch das Programm danach dann schulen. Was bietet der Glocknerhof denn insgesamt für den Modellflieger? Der Glocknerhof bietet Modellfliegerurlaub für die ganze Familie. Das heißt, die Flugschulung, die wird vormittags durchgeführt. Nachmittags bleibt dann Zeit für Familie, Schwimmen, Ausflüge und so weiter. Wir haben eben gesehen, ihr habt auch ein eigenes Hangfluggelände. Ja, unser Hangfluggelände ist auf 1300 Meter Höhe. Es ist ein Südhang, das heißt, es ist thermik und Aufwind. Und es ist ein Hang, der nur von den Gästen des Glocknerhofs genutzt wird. Das heißt also, es kann niemand sagen, hier dürft ihr nicht fliegen oder sonst was. Als Gast vom Glocknerhof hat man im Grunde genommen das Recht, dort oben zu fliegen. Als Gast vom Glocknerhof fliegen Sie die ganze Saison von Ostern bis Ende Oktober. Ja. Wie sieht es aus hier mit dem Modellflugplatz hier unten im Tal? Der Modellflugplatz hier ist von der Gemeinde gestellt, wird vom Verein Greifenburg betrieben und steht allen Gästen frei zur Verfügung. Das heißt, Sie können hier frei fliegen, es wird keine Platzmiete kassiert und die Flugzeiten sind auch von 8 Uhr früh bis 19 Uhr am Abend. Super, dann danke ich dir. Bitte. Modellfliegen vor der herrlichen Kulisse Kärntens. Ich finde, der Glocknerhof ist eine Reise wert.